Vor wenigen Tagen hat ein Zimmer aus der Community ein paar interessante Details zu The Sims 4 veröffentlicht, welche auch Informationen zum nächsten Update beinhalten. Der Simmer Sims Community Tea behauptet, dass es am 11. Mai einen Livestream zur 9. Erweiterung von den Entwicklern für die Game Changer gab, in dem ein paar neue Features der Erweiterung und des neuen Updates vorgestellt wurden. Hier soll verraten worden sein, dass die neue Welt Evergreen Harbor 15 neue Grundstücke hat und sogar Apartment-Grundstücke wie die in Großstadtleben beinhalten soll. Auch dass es sauren Regen geben wird, wurde hier genannt. Neben den neuen Leitern, welche ja bereits für ein Update bestätigt wurden, wird es angeblich neue Filteroptionen im Inventar der Sims geben, mit denen man ganz schnell nach verschiedenen Inhalten sortieren können soll. Auch wird man scheinbar Fenster und Türen frei ohne die Kästchenvorgabe an der Wand platzieren können, was natürlich eine wirklich coole Neuerung für Baumodus-Fanatiker wäre. Das größte Feature aber, angeblich soll auch die Feuerwehr wieder zurück ins Spiel kommen. Es bleibt weiterhin spannend, ob diese angeblichen Informationen echt sind, allerdings gibt es schon einige Hinweise auf die Echtheit. So wie die Fenster teilweise im Trailer platziert sind, ist dies gar nicht im Spiel möglich. Aber auch, dass Regen einen Einfluss auf die Umwelt haben wird, wurde bereits von einem Guru bestätigt. Auch, dass ein Tag später nach den Leak-Tweets im Blog-Eintrag ebenfalls drei Nachbarschaften für Evergreen Harbor genannt wurde, lässt ein wenig mehr auf die Echtheit schließen. Spätestens zum Pack-Livestream der Entwickler, welcher morgen am 21. Mai um 20 Uhr stattfinden wird, wissen wir, ob die Informationen echt sind. Was denkt ihr über die Informationen und würdet ihr euch über die Feuerwehrmänner im Spiel freuen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.